Cool. Aber es ist eben so beim Thema Autofahren, es gibt Leute, die brauchen ihr Auto, weil sie ohne einfach nicht zur Arbeit kommen. Beim allerneuesten Entwurf zum Heizungsgesetz, da gibt es ja jetzt so viele Ausnahmen und jahrelange Übergangsfristen, dass Kritiker sagen, so kommen wir nicht wirklich ans Ziel bei den Gebäuden. Da wird noch viel zu viel CO2 in die Luft rausgeblasen. Das sagt zum Beispiel heute die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Sagt jetzt, wir verbieten bei uns Privatflüge. So weit muss man vielleicht gar nicht gehen, aber man könnte solche Luxusflüge zumindest noch sehr viel teurer machen, sagt Bundeskanzler Scholz heute im Ersten. So, die ersten knapp 1,5 Wochen Sommerferien, die sind ja schon rum, aber 5 Wochen kommen noch. Viele starten dieses Wochenende oder nächstes. Aber sie lieben es auch, wenn die Autos mal wegbleiben müssen, erleben wir heute. Im Siegtal zwischen Netphen und Siegburg sind heute 109 Kilometer Straße für Autos gesperrt, auch die Stadtautobahn in Siegen selbst. Und da sind gefühlt noch mehr Leute unterwegs als sonst mit dem Auto, aber heute eben mit dem Fahrrad, auf Inlinern, zu Fuß, mit dem Dreirad, was auch immer. Reißt der Körper sich zusammen, solange er muss, und dann ist irgendwann Feierabend. Irgendwo reißt es oder zwickt es, und dann sind Menschen inzwischen manchmal schnell dabei zu sagen, vielleicht liegt es an der Corona-Impfung. Das ist natürlich extrem unwahrscheinlich. Erstens kann das höchstens im Zeitraum von bis zu 2 Wochen nach einer Impfung einen Zusammenhang geben. Und dann ist es ja erstmal auch nur ein zeitlicher Zusammenhang, also meistens Zufall. Die Wahrscheinlichkeit, dass man einen echten Schwerpunkt